Moin Moin und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Goblomo und ich präsentiere euch wieder einmal eine Folge von The Secret of Monkey Island. So, wir haben jetzt den Schwertmeister besiegt. Der ist jetzt in sein Haus gegangen. Den müssen wir am Ende wiederholen, wenn ich eine Crew brauche. Aber das war jetzt die erste Prüfung, die wir bestanden haben. Als Beweis haben wir ein T-Shirt gekriegt, was wir hier unten sehen. Im Inventar. Und jetzt gehen wir in die Scumbar und geben den Piraten dieses T-Shirt als Beweis. So. Zack, wieder in den Ort. Jetzt machen wir uns wieder auf den Weg in die Scumbar. Da sind wir wieder rein da. Ab zu den fürchterlichen Piraten. So, wir geben das T-Shirt dem wichtigen Piraten. Gut, du hast den Schwertmeister besiegt, oder? Bist ein starker Kerl. Behalt das T-Shirt, wir haben selber jeder eins. So, mal gucken. Nö, interessiert mich nicht, interessiert mich nicht. Okay. Ich gehe da mal wieder. Lass uns mit unserem Rock alleine. Ja, alles ist gut. Schau später nochmal rein und erzähl uns, wie es läuft. Jetzt haben wir den Schwertmeister besiegt. Wir brauchen noch Schatzsuche. Das kommt, glaube ich, zum Schluss nochmal schnell in die Küche gucken. Hey! Du darfst hier nicht rein. Aber da kommt der Koch schnell durch. Hey! Bleib ja aus der Küche raus. Ja, sehr gut. Nicht stressen. Hey! Bleib ja aus der Küche raus, na gut. Müssen wir mal ein bisschen warten, bis er aufs Bild ist. So. Ich habe nämlich in der ersten Folge was vergessen. Nämlich habe ich hier ein Stück Fleisch in den Topf gepackt, das nehme ich mir mal schnell wieder raus. So, das brauche ich nämlich. So. Jetzt muss ich noch was stehlen, glaube ich, und die Schatzsuche brauchen wir noch. Müssen wir mal schauen, wo wir als nächstes hingehen müssen. Gucken, wo wir noch gar nicht waren hier. Noch mal zum Pfad. Und wir begeben uns zur Gabelung. Jetzt gehen wir nämlich auf Schatzsuche. Wir haben ja die Schaufel in einer anderen Folge gekauft. Und wir haben hier. Nee, warte, warte, warte. Wir machen jetzt erstmal das. Genau, in die Pflanzen. Genau, diese Pflanzen kann man mit dem Fleisch benutzen und dann ist es nämlich vergiftetes Fleisch. Ah, das machen wir zuerst. Das ist gut, das ist gut. Das machen wir jetzt wirklich zuerst. Jetzt gehen wir nämlich wieder in die Stadt zurück. Weil wir jetzt in das Haus einbrechen von der Gouverneurin. Und vor dem Haus von der Gouverneurin sind Hunde. Und die müssen wir jetzt außer Gefecht setzen. Und dazu haben wir jetzt das Fleisch vergiftet. Natürlich ist das nur ein Schlafmittel. Wir würden doch niemals Hunden etwas zuleide tun.
So, ab durch den Torbogen. Wir nehmen die Abkürzung durch die Tür, oder? Ja, komm. Zack. Einmal durch die Tür. Dann kommen wir vorne nämlich direkt wieder raus unter der Uhr. Und ab durch den nächsten Torbogen. So. Was haben wir hier? Guck mal, das habe ich ja auch noch gar nicht durchforstet. Mal gucken. Mal hier rein, was haben wir hier? Oh, eine Kapelle. Das klingt sehr dramatisch. Schnell wieder raus. So, ab zum nächsten Torbogen. Denn hier unten war das Haus der Gouverneurin. Tipp, 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 tipp. So, da sind die bissigen Hunde. Wir benutzen das vergiftete Fleisch mit den Hunden. Jetzt stürzen sie sich alle drauf. Der letzte hat die kurze Leine, der wird aber auch was gegeben. Supi. Und sie fallen alle ohnmächtig um. So, wichtiger Hinweis: Diese Hunde sind nicht tot, sie schlafen. Bei der Programmierung dieses Spiels wurden keine Tiere gequält. Sehr wichtig. Ne? Habe ich ja vorhin auch schon mal erwähnt. Und auf geht's, Rainer. Was haben wir hier? Oh, eine Vase. Die stibitzen wir uns gleich mal. Vielleicht können wir die ja gebrauchen. Haben wir hier eine Tür? Auch mal reingehen hier, öffnen. Ah. Sieht aus wie ein Job für fester Scheintop. Oh, das bedeutet, glaube ich, Ärger. Bang. Oh. Na gut, das lasse ich lieber hier. Hypnotisiert, eigenwilliges, was? Smack. Kämpft man anscheinend gerade. Nein, drücke. Roter Knopf. Nicht den roten Knopf. Kaboom. Okay. Schau an. Gefährliches Lama. Es ist ein großes, hässliches Lama mit Wachslippen. Drücke, wahnsinniges Lama. Ich kann das nicht bewegen. Ziehe, wahnsinniges Lama. Ich kann das nicht bewegen. Nimm. Heftklammerentferner. Jetzt kriegen wir einige Sachen hier hinten aus dem Raum anscheinend. Benutze Heftklammer auf wahnsinniges Lama. Oh, da tritt er mich anscheinend raus. Voll aus dem Bild gekickt. Gehe zu Büchern. Achso, ich mache übrigens gar nichts. Das passiert alles automatisch gerade. Nimm Buch der Witze. Das werde ich brauchen, natürlich. Ich muss wahnsinnig sein. Zack, und wieder rein in die gute Stube. Nimm Wachslippen. Zack, nochmal ein paar Wachslippen bekommen. Kaboom. Tock. Adel. Maulwürfe. Nimm Nagetierspray. Benutze Nagetierspray mit Maulwurf. Und benutze Nagetierspray mit noch ein Maulwurf. Benutze Nagetierspray mit Maulwurfherde. Benutze Nagetierspray mit witzig kleiner Mann.
Gehe zu. Autsch. Schau an. Schau an, sagenhaftes Idol. Das brauche ich nämlich. Das ist ja wunderschön. Öffne Schloss. Ich kriege es nicht auf. Oh, oh. Nimm. Schwerer Stuhl. Aha. Benutze schwerer Stuhl mit Sheriff. Das ist ein guter Plan. Tock. Bang. Crash. Das sollte ihn eine Weile aufhalten. Wenn ich nur eine Feile hätte, käme ich an das Idol. Okay. Ich habe den Sheriff darin eingeschlossen. Gehen wir mal hier. Kann ich da noch irgendwas machen? Nö, nö, nö. Da sind noch Bücher. Kann ich noch ein Buch nehmen? Schauen wir mal. So, keine Zeit zum Lesen. Okay. So, dann mal schnell raus hier. Ich brauche also eine Feile, um das Idol zu kriegen. Damit habe ich halt die zweite Prüfung, nämlich diese Diebstahlsprüfung. Mal schauen, wo wir das herkriegen. Eine Feile, eine Feile. So, was haben wir hier? Da war doch der Gemischtwarenhändler. Vielleicht hätte er ja eine Feile für mich. Hey, wo bist du hin? Ich laufe durch die halbe Insel, versuche ein Treffen mit dem Schwertmeister zu arrangieren. Ah, stimmt ja. Wir sind ihm ja gefolgt. Der übrigens meinte, du sollst dir das abschminken. Ach, haben wir doch alles schon erledigt. Und als ich wiederkomme, bist du weg. Mal sehen, ob ich dir je wieder einen Gefallen tue. Aha, musst du aber. Nachher. Was willst du denn? Nur so. Haben Sie eine Feile? Beziehungsweise haben Sie Feilen? Meinst du Werkzeug, Feilen oder Nagelfeilen? Oh, wir gucken mal, ne? Ne Werkzeugfeile. Ah ja. Tut mir leid, die sind aus. Was willst du noch? Anscheinend kann er mir auch nicht weiterhelfen. Ich suche den Schwertmeister vom Mealy Island. Komm, ich lasse ihn noch mal eine Runde laufen. Weil es so schön ist. Hör zu. Sie will dich nicht sehen, klar? Vielleicht können Sie es noch mal fragen. Können Sie noch mal fragen, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ich glaube, ich könnte den ganzen Weg bis dahin wandern. Mal wieder. Bin gleich wieder da. Und fasst ja nichts an. Okay. Hier ist noch eine Glocke. Können wir auch nochmal läuten. Ding. Oh. Das passiert doch immer. Ich bin kaum 2 Sekunden weg von der Theke und schon benutzt irgendein Idiot gleich die Glocke. Übrigens, der Schwertmeister meint, du könntest es dir abschminken. Ah, ja. Aber das brauche ich ja eh nicht mehr. Was willst du denn? Ich will gar nichts. Du alte Hupe. Komm, ich sehe mich nur mal um. Sei mein Gast, Bursche. Okay, dann öffnen wir mal wieder die Tür. Schauen wir uns noch mal ein bisschen in der Stadt hier um. Da ist ja noch etwas. Guck mal, ein Durchgang. Den gehen wir mal durch. Ah, ein Gefangener. Rede mit dem Gefangenen. Du musst mich hier rausholen. Ich bin ein Opfer der Gesellschaft. Und ein Opfer des Mundgeruchs.
Wie geht's? Hey, jedem fällt es schwer, seinen Atem frisch zu halten, wenn es außer Ratten nichts zu essen gibt. Mal gucken, ob man jetzt beim Gemischtwarenhändler vielleicht ein paar Pfefferminz kriegt, weil er will ja nicht mit dem reden. Müssen wir mal gucken hier. Los. Hallo, du Grünschnabel. Na, der ist immer so nett. Was willst du denn? Sehr gut. Ich könnte einen Pfefferminz gebrauchen. Das sagst du mir? Hier, nimm eins. Bitte. Nimm die ganze Rolle. Das macht ein Goldstück. Das habe ich gerade noch so im Sockenstecken. Was willst du noch? Oh, ich sehe mich nun mal um. Ja, wunderbar, jetzt haben wir halt Pfefferminz. Mach was schneller, ja, du mich auch. Du. Jetzt haben wir Pfefferminz, jetzt können wir dem Typi Pfefferminz geben. Und dann können wir ein bisschen mit dem schnacken. Vielleicht hat er ja eine Feile für uns. Obwohl. Der sitzt im Knast. Dann könnte er die Feile doch selber benutzen. Breeze Master für den Piraten, der auf gepflegtes Auftreten Wert legt. Dann benutzen wir die Erfrischen. Wir geben Pfefferminz an den Gefangenen. Oh. Grog und Mint. Wie erfrischend. Danke. Ah, bist du gekommen, mich zu befreien? Du hast nicht zufällig eine Feile? Glaubst du, ich wäre dann hier drin? Ja, das habe ich mir nämlich auch vorher gedacht. Ich habe nur diesen Käsekuchen von Tante Tilly. Ich gebe ihn dir, wenn du mir was gegen die Ratten besorgst. Ha! Ich habe Nagetierspray. Ich kann Käsekuchen nicht ausstehen. So, gebe Nagetierspray zu den Gefangenen. Zack. Hey, das könnte bei den Ratten helfen. Danke. Hier ist der Kuchen. Hehehe. Dann öffnen wir mal den Kuchen. Hahaha. Irgendwie war mir das klar. Die Tante wollte ihm eigentlich helfen mit der Feile. Aber wer nicht will, der hat schon. Dann mal wieder auf den Weg zur Gouverneurin. So, und wir gehen in die Tür. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von The Secret of Monkey Island. Alles Gute, euer Goblumbo.